Au! Endlich wieder Open Flair, endlich wieder die beste Woche des Jahres auf dem schönsten Festival des Landes. Wir sind zurück in unserer Stadt und wir haben ordentlich Bock zu eskalieren. Mit dabei die komplette Pit Report Crew, eine Reihe an Lieblingsbands, viel Spieltrieb und ein Haufen Blödsinn im Kopf. Kommt mit auf die Reise, denn in diesem Video erzähle ich euch, wie unser Open Flair 2024 ablief. Mit guter Musik, tollen Menschen, dem besten Edeka der Welt und einigen Überraschungen, sowohl positiv als auch negativ. Schöne Grüße vom Flair. Kann ich ganz kleine Kids in der Stadt mehr erzählen? Schöne Grüße vom Meer. Open Flair. Wo soll ich nur anfangen? Am besten in Backen! Backen. Denn da war ich eine Woche vor dem Open Flair als Teil des Crowd-Management-Teams zum Arbeiten. Und das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Das Video dazu kommt auf jeden Fall noch. Also am besten schon mal den Pit Report abonnieren, um keine geilen Videos aus der Live-Branche mehr zu verpassen. Jedenfalls habe ich mich an dem Wochenende davor auf dem Homeworld-Festival ordentlich erkältet. Ich merke halt, dass ich ein bisschen krank wäre, deswegen versuche ich mich so viel auszuruhen, wie geht, damit ich nächste Woche beim Flair wieder fit bin, weil das wäre halt echt absolut traurig, den ganzen Sommer so durchziehen zu können und dann in der besten Woche des Jahres krank zu sein. Dementsprechend habe ich mich geschont und auch meinen Geburtstag, der am Montag in der Flair-Woche schon war, nicht in Eschwege gefeiert, was eigentlich der Plan war. Aber ich habe dann gedacht, okay, dann schläfst du lieber noch einen Tag in einem normalen Bett. Und dann ging es endlich wieder in die beste Stadt der Welt, nämlich nach Eschwege. Die Anreise war dieses Mal ein bisschen kompliziert, weil, wie schon im Eingang erwähnt, waren wir dieses Jahr sehr viele Menschen. Also wir waren, glaube ich, die größte Gruppe jemals auf dem Flair. Und das war alles nicht so einfach zu koordinieren. Darüber hinaus hatten wir auch natürlich, wie immer, nicht alle Tickets vorher gekauft und mussten uns da im Vorfeld noch kümmern. Und es war alles sehr, sehr anstrengend. Wir haben uns dann Dienstagvormittag auf den Weg gemacht ins gelobte Land. Wir mussten natürlich für die anderen, die dann auch ein bisschen später kamen, Campplätze reservieren. Das heißt, wir brauchten eine relativ große Fläche. Und natürlich wollten wir trotzdem wieder an unseren angestammten Spot irgendwie campen. Am besten neben unseren Lieblingsnachbarn, die wir vor 6 Jahren auf dem Flair kennen und lieben gelernt haben und seitdem campen ohne die eigentlich nicht mehr so richtig vorstellbar ist. Wie es der Zufall wollte, kamen wir an und fanden einen Spot, der genau die richtige Größe hatte, direkt gegenüber von unseren lieben Nachbarn. Es war einfach einer dieser Open Flair-Momente. Das Open Flair selber feierte dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum und hatte dafür ein wirklich krankes Line-up und vor allem das langersehnte Heiß-Kalt-Comeback. Und der Pit Report in voller Besetzung, was es so auf dem Festival noch nie gab. Die Woche konnte also losgehen. Das Zwiebelcamp hat noch schnell eine Wasserleitung in ihr Camp verlegt. Wir haben uns die Kleider angeschmissen und es ging in Richtung Edeka. Vorher natürlich noch ein kleiner Abstecher in den Dingesee mit Blaualgen. Die Wasserqualität, ja, lässt zu wünschen übrig. Und dann haben wir unseren Favorite Wurstfachverkäuferinnen im Edeka erstmal Hallo gesagt und die haben sich sehr gefreut, uns wiederzusehen. Zurück am Camp wurde dann der Grill angeschmissen und erste Festivalvorkehrungen getroffen. Es durfte natürlich auch der Willkommenstrichter nicht fehlen. Und nachdem wir das ganze Grillgut vom Grill runtergekriegt haben, wurde es Zeit für die erste Campingplatzrunde. Auf dem Open Flair über den Campingplatz zu laufen, ist ja immer ein Abenteuer für sich, denn es gibt hier einfach Camps, wie du die sonst auf keinem anderen Festival finden wirst. Keine Begrenzungen, was man mitnehmen darf und was nicht. Und genau das macht diesen Campingplatz aus. Ist aber auch nicht nur positiv, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. So haben wir uns erstmal auf den Weg gemacht, diverse interessante Camps ausgecheckt. Wir haben auch das Narnia-Camp vom letzten Jahr wiedergefunden. Über das Open Flair 2023 gibt es natürlich auch schon ein Video auf diesem Kanal. Checkt das gerne mal aus. Prinzipiell war der Vibe auf dem Campingplatz einfach super. Geiler Sonnenuntergang. Wir haben dann auch noch ein Camp gefunden, die mit einem eigens gebauten Nightliner angereist sind. Was für ein geiles Gefährt. Also ich hoffe, wir kommen als Pit Report auch mal in die Lage, so einen Bus zu haben. Nebenan stand auch noch ein Bus mit einer gemauerten Bar und sonst eigentlich gar nichts drin. Also es war wie voll die Platzverschwendung. Aber ja, wir durften dann alle auf dem Bus unterschreiben
und hatten nette Gespräche mit einigen der Campbewohner. Generell war das einfach eine super schöne Campingplatzrunde, die wir dann zurück an unserem Camp gegossen haben mit einigen Bierchen. Und dann ging es zur Kopfnuss-Stage und da wurde der erste Abend wirklich gebührend gefeiert. Eine gute Zeit, das war einfach so ein richtig geiler Ankommentag. Gute Vibes, also hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn die Gruppe noch nicht vollständig war, hatten wir hier schon wirklich einen Riesenabend mit unseren Lieblingsmenschen. Der nächste Morgen begann dann relativ langsam. Wir haben dann erstmal den Gymnastikball aufgepumpt. Ich habe an dem ersten Tag tatsächlich alkoholfrei gemacht, weil ich mich noch nicht so richtig fit gefühlt habe. Aber dann Mittwochmorgen war es dann auch endlich Zeit für meinen ersten Trichter. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr krank. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Manche würden sagen, ich verschleppe. Andere würden sagen, Alkohol ist Medizin. Dann war ein Typ vom Radio da, der uns interviewt hat. Das komplette Interview gibt's im Link in der Bio. Aber es war eine sehr lustige Situation. Und dann haben wir erstmal ein bisschen rumgebolzt mit unserem übermäßigen Gymnastikball und haben uns dann gefragt, wie wäre es eigentlich, wenn wir mit dem Flunkyball spielen? Ja, stellte sich heraus, dass das so semi-geil funktioniert hat, aber es war trotzdem irgendwie lustig. War schon schwer, die Flasche zu treffen, auch wenn du so einen großen Ball hast. Wir haben dann aber irgendwann rausgefunden, wie es funktioniert, während auch der Campingplatz langsam angefangen hat, sich mit Leben zu füllen. Wie jeden Tag sind wir erstmal in den Edeka stolziert und haben uns jetzt erstmal richtig eingedeckt für die komplette Woche, beziehungsweise eigentlich für die nächsten 24 Stunden, denn wir gehen jeden Tag sehr gerne in den Edeka. Liebe Grüße an die Wurstfachverkäuferinnen, die uns noch Schnitzelbrötchen bereitet haben. Die waren sehr lecker. Zurück am Camp wurden dann weitere Trinkexperimente ausprobiert und natürlich auch altbewährte Trinktechniken ausgeübt. Wir haben dann nochmal ein bisschen Fußball gespielt. Dabei habe ich mir leider meine Brille zerschrotet, weil der Ball oben auf das Basecap draufgeflogen ist und dann meine schon lädierte Brille nochmal zerstört habe. Deswegen erstmal Kontaktlinsen. Ich habe mich dann auch erstmal noch ein Ründchen hingelegt, weil ich doch gemerkt habe, ja, so 100% fit bin ich noch nicht. Der Alkohol hat da natürlich nicht unbedingt geholfen. Und dann wurde richtig geil Essen vorbereitet. Wir haben Wraps gemacht. Weil man muss sich auf einem Festival, vor allem wenn es eine Woche geht, nicht ausschließlich Scheiße ernähren. Und wenn man den großen Vorteil hat, in der Stadt einfach einkaufen gehen zu können, dann kann man ja auch sich ein bisschen gesünder ernähren. Die Wraps haben wir uns dann ordentlich schmecken lassen, während aus der Ferne ein Unwetter aufzog. Es war schon Regen gemeldet, aber es sah jetzt auf dem Regenradar nicht so krass aus. Die Leute, die aber zu kämpfen hatten, schon beim Aufbau mit ihrem Pavillon, waren jetzt auch wieder damit beschäftigt, ihn zu sichern. Es war echt schwer, euch zuzugucken dabei, Leute. Also wir machen gerne mal ein Tutorial, wie man einen Pavillon richtig aufbaut. Aber dafür hatten wir jetzt keine Zeit, denn es ging zum ersten Mal an die Bühne, an die wunderschöne Seebühne, eine der schönsten Bühnen des Landes, kann man sagen. Denn dort spielte unser Eröffnungsakt. Und wie könnte es beim Open Flair passender sein, als dass Montreal die Bühne für uns eröffnen? Anfangs zwar noch im Regen, aber das hat der Stimmung wirklich absolut keinen Abbruch getan. Es ging ab wie Sau. Es war so richtig geiler Einstieg. Alle hatten Bock, endlich wieder 5 Tage auf dem Flair steil zu gehen. Dann kam auch die Sonne wieder raus und es wurde einfach nur ein herrlicher Nachmittag. Richtig geiler Auftritt von Montreal, die ich mittlerweile, glaube ich, schon fast 20 Mal live gesehen habe, aber es wird einfach nicht langweilig. Max Power stattete uns noch eine Audienz ab und der Gig war vorbei. Grandioses Opening für uns in 40 Jahre Open Flair. Wir haben dann kurz den Monsters auf Liedermaching auf der etwas improvisierten Stage gelauscht und sind gleich an der Seebühne geblieben, denn da war der erste Bucketlist-Act für mich, nämlich Alkaline Trio. Und ich habe mich sauigst gefreut, dass die auf dem Flair waren und ich die endlich mal live sehen konnte. Denn ich finde die Mucke von denen nicht nur geil, sondern ich bin auch der Ansicht, dass Sänger Matt Skiba maßgeblich daran beteiligt ist, dass Blink-182 überhaupt noch existiert. Ohne ihn und die beiden Alben, die er mit Blink gemacht hat, über die man halten kann, was man will, ich finde sie sehr geil, bin ich sicher, dass das Blink-Comeback sehr viel schwieriger gewesen wäre. Und der Auftritt war auch der absolute Hammer. Also es war so ein geiler Vibe, alle hatten Spaß, wir haben uns richtig hart einen abgegrinst und es war einfach so eine richtig geile Stimmung und pure Freude, endlich wieder auf dem Flair tanzen zu können. Und vor allem auf der Seebühne, denn die Seebühne ist einfach der Wahnsinn, was soll man sagen?
Die Security hat auch wieder ihr Ding gemacht, hat gute Laune verbreitet. Es war einfach nur wundervoll, wieder hier zu sein und diese ganzen Bekloppten um sich rum zu haben. Und mit der besten Laune, die man haben kann, ging es zurück zum Camp. Denn da hat sich auch endlich der Rest der Gruppe eingefunden, die ein bisschen später anreisen mussten. Die haben wir kurz eingesammelt und dann ging es in voller Besetzung wieder zurück auf die Seebühne zum Headliner des Mittwochabends. Und der hatte es direkt ziemlich in sich. Matzen auf der Seebühne. Wie geil soll es sein? Vor allem, wenn Nachtbaden gespielt wird. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wir haben uns in die zweite Welle positioniert, weil wir uns gedacht haben, dass es vorne sicherlich viel zu voll wird. Und wir waren, weiß Gott, genug Leute, um unseren eigenen schönen Pit aufzumachen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Es haben sich auch noch andere Leute gefunden, die auch Bock zu tanzen haben. Und dieser Auftritt war definitiv einer der Top 5 Gigs auf dem gesamten Festival. Es war so eine Bombenstimmung. Alle hatten Bock. Wir hatten auch den genau richtigen Pegel. Und Matzen live ist halt einfach immer fett. Also ich habe, glaube ich, noch kein Matzen-Konzert je gesehen, was mich enttäuscht hat. Klar, manchmal ist die Songauswahl besser und mal nicht so gut, aber Matzen live, da macht man nie irgendwas falsch mit. Und es war ein grandioser Auftakt in eine grandiose Woche. Hat den Abend perfekt abgerundet. Wir waren dann auch gut durchgeschwitzt und natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, noch einmal Nachtbaden zu gehen in den Stinkesee. Blau-Algen! Blau-Algen! Auch wenn sich das ein bisschen schwieriger gestaltet hat als erhofft, denn es gab noch ein Feuerwerk am Mittwochabend, was zwar sehr schön war, aber auch hieß, dass der See gesperrt war und dass der ERG uns nicht reinlassen wollte. Also ja, theoretisch gibt es sowieso Badeverbot im Werratalsee. Es ist immer auf eigene Gefahr gewesen und jetzt mussten die erst noch das Feuerwerk abbauen. Ja, ein paar Minuten später haben wir es dann doch irgendwann auch hinbekommen, uns ins kühle Nass zu begeben und ein bisschen klar zu kommen, ob der drei unfassbar geilen Auftritte, die wir sehen durften. Am nächsten Tag erstmal ein Shit-Report. Mir ging's so semi-gut. War doch ein straffer Mittwoch, sag ich mal. Wir haben dann erstmal ein bisschen gefrühstückt und uns gefreut, dass jetzt endlich alle da sind. Beziehungsweise zwei kamen später noch, aber ja, für die mussten wir dann noch Tickets auftreiben. Der Rest der Gang, der gestern Abend gekommen ist, hatte noch einen Haufen pfandfreies Bier vom Let It Roll mitgebracht, wo die Woche davor waren, während ich auf dem Wacken war. Und die haben wir uns dann geschnappt und sind erstmal ins Schwimmbad gefahren. Und dann haben wir aber festgestellt, es hat sich im Vergleich zum letzten Jahr doch einiges geändert. Im Espada herrscht ein striktes Alkoholverbot, was auch durchgesetzt wird. Deswegen mussten wir das ganze Zeug draußen austrinken bzw. verstecken. Spaß hatten wir trotzdem. Und das Espada hat vor allem einen wundervollen neuen Außenbereich, den wir auschecken durften, der eigentlich für die Flairwoche noch gar nicht offen sein sollte. Sehr viel Spaß. Wir sind auch wieder mit, ich glaube, 35 Leuten auf die Indoor-Rutsche gegangen. Bester Beweis, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben kann, auch wenn die Richtlinien des Bades etwas verschärft wurden. Aber das war eigentlich eh nur eine Frage der Zeit. Wir haben uns die ganze Zeit sowieso gewundert, wie das überhaupt erlaubt sein kann. Zurück am Camp haben wir dann die Open Flair All-Stars getroffen. Das Altenheim hat wieder einen Ausflug auf den Campingplatz gemacht, wie jedes Jahr, um die ganzen Irren zu beobachten. Wir haben dann erstmal Mittag gemacht, noch die Reste vom Vortag, damit hier nichts schlecht wird. Und dann ging es direkt wieder an die Bühne. Check, Nadel, Mups. Naja, es war natürlich nur ein Tarnname für das Lumpenpack, die am Donnerstag die Seebühne eröffnet haben. Und das war auch wieder einer dieser berüchtigten Open-Flair-Gigs, die einfach nur der Hammer waren. Also das Lumpenpack mittlerweile mit Band ist ja wirklich eine solide Punkband geworden, die natürlich lyrisch trotzdem immer noch so diese Singer-Songwriter-Abilities haben, nur dass es halt jetzt doch ein bisschen mehr scherbelt. Und es ging richtig die Post ab. Die Leute hatten mega Bock zu tanzen und Wetter war halt auch perfekt. Richtig geiler Auftritt. Die beiden Sänger sind dann auch nochmal ein bisschen auf einem sehr großen aufblasbaren Auto über die Menge gesurft. Es war auch für die beiden ein sehr emotionales Ding, glaube ich, wieder da zu sein, weil es ja auch mittlerweile sowas wie eine Open Flair House Band, die fast jedes Jahr da ist und die ihre Karriere hier auf diesem Festival gestartet haben, kann man sagen. Also das Flair hat ihnen damals eine Chance gegeben und seitdem ist bei denen ja einiges passiert. Die sind ordentlich steil gegangen. Verdientermaßen, muss man sagen, weil das Lumpenpack, Liebe, einfach eine geile Band.
Zurück am Camp wurde dann erstmal ein bisschen gechillt. Wir waren dann noch auf der Mission, noch ein paar Tickets auf den Campingplatz aufzutreiben und sind nochmal am Zwiebelcamp und ihrem Flügel vorbeigekommen, wo Amon dann erstmal einen zum Besten gegeben hat, was richtig nice war. Shoutout an der Stelle. Ich musste dann leider noch eine Zwiebel essen, weil ich das am Glücksrad gedreht habe und ich wollte mich da nicht lumpen lassen. Und das war so ein bisschen der Anfang vom Ende für mich, weil dieser Tag ist etwas schlecht geendet. Wir haben die Tickets dann auf jeden Fall noch gefunden. Wir hatten ein bisschen Probleme mit Tickets, die wir online gekauft haben. Also da immer Obacht und vor allem niemals Tickets mit Strich- oder QR-Code sichtbar ins Internet stellen. Denn es gibt Leute, die diese Fotos verwenden, um die Tickets einzulösen. Jedenfalls ging es, nachdem ich die Zwiebel brav aufgegessen habe, in den Edeka. Wir sind hier mal wieder vorm Edeka. Petusha macht sich gerade auf den Weg rein, denn wir möchten ein kleines Geschenk platzieren bei den wundervollen Obstfachverkäuferinnen. Da hinten ist der Piet. Der gibt jetzt erstmal den Pfand ab und inzwischen platzieren wir drinnen ein kleines Überraschungsgeschenk. Piet hatte Geburtstag und wir haben uns was einfallen lassen. Rein ins Loch. Hallo, Max, fliegt euch wieder im Großdesign. Hallo, schön, mit dir zu sein. Was? Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist eine Gurke drin. Überragend. Geil. Ja, ja, ja. Haben wir jetzt die Pfandmarke erreicht oder was? Ich glaube nicht. Wir haben die ganze Woche Pfand gesammelt, bis wir den Preis für das Geschenk zusammen hatten, weil meine Freunde alles arme Schlucker sind. Fand ich eine sehr schöne Idee. Zusätzlich haben mir die Wurstfachverkäuferinnen noch ein extra Präsent geschenkt. Wir haben dann erstmal mit denen mit Pfeffi angestoßen, so wie sich das gehört. Das war auf jeden Fall einer der emotionalen Highlights dieses Festivals. Also Shoutout an meine Crew, denn wir haben jetzt endlich eine eigene Fahne und einen Haufen Sticker, die ihr vielleicht auch schon irgendwo rumkleben sehen habt. Nach diesem wirklich sehr außergewöhnlichen und schönen Besuch im Edeka ging es zurück zum Camp und am See haben wir noch jemanden gefunden, der richtig gute Vibes verbreitet hat. Die hatten auch eine Plastik-Posaune dabei, was meinen Wunsch gestärkt hat, endlich mal Posaune spielen zu lernen. Und zurück im Camp haben wir dann die Fahne erstmals gehisst und an unserem Pavillon befestigt. Also generell Shoutout an meine Freunde, geile Aktion. Es war richtig schön, wie die Fahne dann im Wind geflattert ist. Und dann ging das Treiben am Camp munter so weiter. Es wurden einige nicht mehr so kalte Kaltgetränke geköpft. Und ich war dann schon ganz gut Malle, sehr übereuphorisiert nach diesem Edeka-Besuch. Ich weiß nicht, was ich hier laber, aber es ist sicher nicht mehr sinnvoll gewesen. Hast du auch noch was dazu zu sagen? Zu was? Zu was ich gerade gesagt habe. Was? Ich hab das nicht gehört, ich war pissen, Mann. Stimmt, ich spiel ab jetzt Posaune. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert den Pit Report, damit wir keinen Pfand mehr sammeln müssen. Ja. Wie ihr merkt, Malle in der Birne und ich kann mich an diese Grill-Session auch nicht mehr so richtig erinnern. Was mich dann aber endgültig ins Nirvana geschickt hat, war der Trichter mit meiner Freundin. Danach war bei mir Feierabend, deswegen sah ich am nächsten Morgen auch so aus. Das Lumpenpack war der einzige Act, den ich gesehen habe. Die anderen waren dann noch bei Adam Angst, aber sonst war das Line-Up am Donnerstag auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ja, Samstag kam ich dann sehr schwer in die Gänge. Wir sind dann erstmal zum Foodsharing und das, was drinnen geblieben ist, war auch sehr lecker. Irgendwann habe ich mich dann doch auch mit den anderen aufraffen können, um das erste Mal das Wärtchen auszuchecken. Denn Freitag früh um 1 macht ja bekanntlicherweise das Wärtchen auf und die erste Band, die wir uns dort angeguckt haben, war Kind kaputt. Das war zwar auch ein bisschen mein Motto für den Morgen, aber hat es mich auch wiederbelebt, da
Mucke zu hören. Das war ein sehr schöner Auftritt. Ich habe mich dann trotz meines sehr elendigen Zustands nicht davon abbringen lassen, den Pit aufzumachen. Und ja, was soll ich sagen? Der Pit hat mich einfach geheilt. Also mir ging es danach wirklich wesentlich besser. Kid Kaput, einfach ein sensationeller Opening-Auftritt für das Wärtchen. Es war wie ein großes Klassentreffen irgendwie. Alle waren da und es war eine gute Zeit, hat super viel Spaß gemacht. Geile Band, falls ihr sie nicht kennt, checkt sie mal aus. Langsam haben sich dann auch die Walk-Acts bereit gemacht und mir ging es wieder tipptopp. Wir hören mal rein. Ich bin wieder fit. Der Pit hat mich geheilt. Wir haben dann noch den Kurni seinen Pressepass abgeholt, den ich übrigens das ganze Wochenende nicht einmal benutzt habe. Aber bei dem Abholen des Pressepass haben wir noch diese Open Flair-Legende getroffen, der uns noch einen kleinen Zaubertrick vorgeführt hat. Wenn ihr das Tuch, allerdings ist es nur mit einem Zipfelchen weht, ja, dann bedeutet das, ihr könnt an Ort und Stelle bleiben, weil das ist nur ein Probealarm. Aber trotzdem muss die Aufmerksamkeit immer hochgehalten werden, weil so ein Probealarm, der kann sich mal 1, 2 und 3 als Fehlalarm rausstellen. Ne? Da ist da nichts mehr da. Ja, gut zu wissen, danke dir. Das 38. Mal ist er da, Alter. Das ist so krank. Sein 38. Flair, ey, das muss man sich mal geben. Auch der Ananasmann war wieder da. Und im Gegensatz zum letzten Mal hatte sein Friseur aber auch anscheinend Zeit, ihm die Ananasfrisur wieder zu machen. Ich habe mir da ein paar Käsespätzle geholt und geguckt, ob ich die gut vertrage. Und dann war erstmal wieder Campingplatz chillen angesagt. So haben wir dann ein bisschen Mittag gemacht. Ich glaube, ich habe dann auch nochmal eine Mittagsruhe eingelegt. Währenddessen kam ein bisschen Wind auf und bei den Nachbarn ist der Pavillon tanzen gegangen. Sichert euren Pavillon, dann habt ihr solche Probleme nicht. Die wundervolle Pit-Report-Fahne wehte relativ stark im Wind. Wir sind dann aber wieder vorgegangen, weil unser Pavillon ja gut gesichert war. Wieder durch die schöne Stadt Eschwege vor zum Wärtchen, um Bukahara auszuchecken. Eine Band, mit der ich bis jetzt noch nicht so viel am Hut hatte, die ich aber unbedingt mal live sehen wollte. Und wir hatten einfach eine richtig gute Zeit. Das Wetter hat gepasst. Es waren good vibes. Die Stimmung war super auf dem Wärtchen. Alle hatten richtig Bock. Und die Band war auch sensationell gut, muss man einfach mal sagen. Also es ist wirklich eine sehr unkonventionelle Truppe, die einfach geile Mucke machen. Und der Kontrabass auf der Bühne macht auf jeden Fall auch einiges her. Sehr schönes Erlebnis, sehr schöner Auftritt. By the way, die Bilder dieser 360-Grad-Kamera an der Tuba will ich unbedingt mal sehen, weil ich glaube, das muss so geil aussehen. Es wurde dann trotzdem getanzt und ich schwöre, wir hatten nichts damit zu tun, dass dann auf einmal dort auch ein Pit aufging. Also war wirklich reiner Zufall. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da nochmal richtig der Punk abgeht. Das hätte ich eher bei Tina erwartet, wo wir danach hingegangen sind. Und da ging auch ordentlich der Punk ab. Sehr, sehr schöner Auftritt. Da habe ich mir knapp über die Hälfte gegeben. Definitiv eine coole Band. Am besten fand ich die Ansage: Dankeschön, wir sind die Tina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Danach ging es erneut zurück und ich habe mein Spirit Animal getroffen und dann gab es wieder ein bisschen Campingplatz-Romantik. Die Nachbarn hatten Slushies bereitgestellt und wir haben einfach ein bisschen gechillt und uns erholt und ich habe mich dann auch mal wieder herangetraut, etwas Alkoholisches zu mir zu nehmen. Zwar nicht gleich durch den Trichter, das haben andere aus unserer Gruppe übernommen, aber mir ging's soweit wieder gut, ich war wiederbelebt. Musik heilt, Leute, lasst euch das gesagt sein. Es war sehr viel Liebe auf dem Campingplatz. Währenddessen zog auch schon wieder so ein bisschen ein Unwetter auf. Also es war sehr dunkel am Horizont, es hat dann auch geregnet, als wir wieder vor zum Wärtchen gegangen sind. Auch die erste Festivalkarte hat den Weg zu uns bereitet. Dazu gibt es aber mal ein separates Video. Ich habe auch so ein Set von Markus geschenkt bekommen. Aber in der Woche war einfach zu viel los, als dass wir das hätten spielen können. Wir haben uns dann 100 Kilohertz angeguckt. Es hat zwischenzeitlich dann doch noch mal ein bisschen mehr geregnet. Aber dadurch gab es auch einen dieser Flair-Momente wieder, als ich kurz rüber zur Hauptbühne geguckt habe und gesehen habe, dass da einfach ein richtig fetter Regenbogen über dem Gelände steht. Meine Fresse. Also dieser Anblick hat mich wirklich fast zu Tränen gerührt, weil wie schön ist es einfach. Das Open Flair ist und bleibt bunt und jeden, der da irgendwas dagegen hat, der kann gerne woanders feiern gehen. Denn hier ist jeder willkommen, wie er ist und wie er sein will. Es spielt keine Rolle. Und 100 Kilohertz haben echt gut abgerissen. Danach ging es quasi direkt rüber zu den großen Brüdern von 100 Kilohertz, wenn man so will. Feine Sahne Fischfilet. Freitag zur besten Sendezeit auf der Hauptbühne und da war natürlich Abriss garantiert.
Wir sind aber auch hier in die zweite Welle gegangen, weil wir uns schon dachten, dass es vorne sehr eng werden würde. Ansonsten war der Auftritt sehr, sehr geil. Es war jetzt nicht der krasseste. Die Stimmung war gut, aber auch nicht mehr. Gut, ich weiß nicht, wie es vorne war, aber es sah schon sehr voll aus. Ich hatte auf jeden Fall keine Regrets, dass wir ein bisschen weiter hinten standen, weil das doch relativ eng zuging, zumindest von dem, was ich über die Leinwand gesehen habe. Hat mega Spaß gemacht, Beine Sahne live. Ist halt auch einfach eine Macht, was soll man sagen. In der Crowd bin ich dann auch den Eltern des Jahres begegnet, die ihre Kids direkt mit in den Pit reingenommen haben. Wie alt waren die? Vielleicht so 12, 13. Fand ich super geil, die da auch ein bisschen ranzuführen. Die Leute haben da auf jeden Fall auch Rücksicht genommen. Also es war einfach ein richtig angenehmer, geiler Pit im Sonnenuntergang mit Pyro und allem Möglichen drum und dran. Was willst du mehr? Danach ging es zurück. An dem Abend gab es die einzig wirklich böse Überschneidung für mich. Und das war die Entscheidung zwischen Deichkind und JBO. Da ich Deichkind aber in diesem Jahr schon zweimal live gesehen habe und JBO noch nie live gesehen habe, war für mich die Antwort klar. Und so haben wir uns Maui und Carsten geschnappt und sind an die Seebühne gegangen und haben da ordentlich Quatsch-Metal angehört. Dort habe ich auch noch den Birk getroffen. Shoutout an der Stelle. Ist auch so eine liebe Open-Flair-Bekanntschaft, die ich seit 2013 nicht missen will. Es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir schon ganz gut im Arsch waren. Aber ich habe an dem Abend so ein bisschen meine zweite Luft bekommen, nachdem ich den ganzen Tag ja nicht so viel getrunken habe. Habe ich dann vor dem Auftritt von JBO, glaube ich, einen Trichter und zwei Bier getrunken. Dann währenddessen noch zwei Bier. Und dann sind wir auch nochmal baden gegangen. Und danach Kopfnuss-Stage. Ja, der Abend war sehr viel feuchtfröhlicher, als ich das hätte machen sollen. Zu JBO noch kurz. Also ich bedauere jetzt nicht unbedingt, dass ich nicht bei Deichkind war, aber das nächste Mal, wenn dieselbe Entscheidung nochmal stehen würde, würde ich doch wieder zu Deichkind gehen. Nicht, weil JBO irgendwie kacke war, aber wir haben auf dem Rückweg noch die Lichter von Deichkind gesehen und die Show von denen ist natürlich immer der Wahnsinn. Falls jemand weiß, warum die länger gespielt haben als angedacht, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, wir haben dann den Abend wieder mal an der Kopfnuss-Stage ausklingen lassen bei sehr, sehr geiler Mucke und Shoutout auch mal an die Leute dort, weil ich weiß nicht, wie viel die vom Festival selber mitbekommen, aber es ist schon wirklich aller Ehren wert, dass ihr jedes Jahr dort so auffahrt. Nächster Tag war dann doch wieder leichte Kost und Banane zum Frühstück angesagt für mich, weil mein Magen sich doch noch nicht so hundertprozentig erholt hatte und ich habe ein bisschen zu früh wieder Vollgas gegeben. Aber wir haben dann erstmal eine kleine Pfandrunde gemacht und sind an den See gegangen, auf dem Weg, wie jeden Tag, zum Edeka. Wobei wir am Freitag nicht beim Edeka waren. Sorry an alle, die uns da vermisst haben. Auf dem Weg dahin ist uns noch ein Reifen geplatzt, was richtig nervig war. Aber wir waren, glaube ich, noch nie so eine Riesengruppe auf dem Weg zum Edeka. Wir hatten dann an dem Tag auch endlich die magische Pfandmarke geknackt, die gebraucht wurde, um mein Geschenk zu finanzieren. Vielen Dank also nochmal an alle, die beteiligt waren und sich da mit eingebracht haben. Und zurück am Camp wurde wieder der Grill angeschmissen und erstmal richtig schön gegessen. Auch ein bisschen Gesundes war wieder dabei. Und dann gab es die üblichen Spielchen bis 16 Uhr. Denn da war für uns alle vielleicht das Highlight des Festivals angesagt. Heiß, kalt sind zurück. Auf einer der schönsten Festivalbühnen Deutschlands sehen wir eine der für uns alle wichtigsten Bands nach 6 Jahren Pause. Und ich habe da selber nichts gefilmt, weil ich hatte echt so eine außerkörperliche Erfahrung. Deswegen gibt es leider nur diese Hochformat-Clips. Aber dieser Auftritt war einfach so unglaublich geil. Conny, Maxi und ich sind dann auch Mitte des Gigs hinten in die zweite Welle gegangen, weil ich gesagt habe, ich brauche hier Platz und Armfreiheit, sonst tue ich jemandem weh. Und vorne war der Pit natürlich sehr schön, aber es war auch relativ eng. Es hatten doch sehr viele Leute Bock. Nach diesem Auftritt sind wir dann direkt erst nochmal an den See gesprungen und ich habe mir danach Hot Wax angeguckt und mich dort ein bisschen in die Wasserschlacht der Seekus mit eingemischt, was ich bereuen sollte, weil ab irgendwann hatten die Seekus es alle auf mich abgesehen. Ich habe während des Auftritts noch Sänger Matze von Heiß-Kalt getroffen und ihm einfach gesagt, wie dankbar ich bin, dass sie wieder da sind. Und bin dann auch zu den anderen zurück ins Camp gegangen, wo Conny gerade noch ein bisschen verschönert wurde. Nicht, dass das irgendwas gebracht hätte. Wir haben dann auch mal die Geschenksalami von den Edeka-Frauen ausgekostet. Oh.
Geil. Das ist Leben. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, und dann ging es zum Wärtchen, zu der absoluten Lieblings-Liveband. Und dass die hier zu meinem 30. Geburtstag auf dem 40. Open Flair spielen, ah, das war einfach so ein richtig schöner Moment, so ein richtig schönes Konzert. Auch wenn man sagen muss, dass zu diesem Zeitpunkt man der Crowd schon angemerkt hat, dass sie etwas müde war. Also der Gig ging los und Dennis und ich, die wir beide schon bei sehr vielen Beatsteaks-Konzerten dieses Jahr waren, dachten so, ui, okay, hier geht heute was. Das fühlt sich sogar fast noch ein bisschen geiler an als das Heimspiel in der Wuhlheide. Aber es war ein klarer Fall von stark angefangen und stark nachgelassen. Wir hatten trotzdem einen super schönen Pit. Es hat unglaublich Spaß gemacht und da hatten wir auch den Moment des Festivals, als wir bei Hey Du alle im Kreis geschunkelt haben und das einfach nur so ein richtig schöner Gruppenmoment war. Ja, die Beatsteaks live sind halt einfach geil. Stimmung, wie gesagt, war etwas müde. Und das zog sich dann leider auch bis Sonntagabend etwas durch. Also liebe Leute, an der Ausdauer müssen wir für nächstes Jahr noch mal ein bisschen üben, weil das kann nicht sein, dass Samstag an dem besten Tag eigentlich, wo alle Bühnen noch offen sind, schon die Luft raus ist. Das hängt zuweilen vielleicht auch mit etwas anstrengenden Nachbarn auf dem Campingplatz zusammen, aber dazu gleich. Wir haben dann Miri erstmal noch die Kleinkunstbühne gezeigt und sind zwischen den Beatsteaks und Headliner des Abends Alligator noch ein bisschen durch die wunderschöne Stadt Eschwege geschlendert. Es ist einfach krass, egal wo du in dieser Stadt während des Flairs hingehst, es ist wunderschön. Die ganze Stadt ist dekoriert, überall ist wundervolles Licht, es gibt so viel zu entdecken und zu sehen. Diesen ging es wieder rein ins Wärtchen und wir haben uns Alligator angeguckt. Ich glaube, dass dieser Auftritt auch den einen oder anderen sehr geschockt haben dürfte, der vielleicht nicht mitbekommen hat, dass Alligator jetzt ein bisschen eine neue Richtung eingeschlagen hat. Da sind ordentlich Double Bass und Metal-Geballer übers Wärtchen geflogen. Der eine oder die andere war vielleicht etwas irritiert von diesem Auftritt. Ich fand's super geil, weil ich sehr feier, welche Richtung Alligator da eingeschlagen hat. Aber auch hier fand ich die Stimmung nicht übelst krass. Wir hatten dann zwar trotzdem hinten auch noch einen kleinen Pit am Gehen für einige Songs, was super nice war. Und der Auftritt an sich war auch gut. Aber ja, es war schon so ein bisschen das Gefühl von, okay, liebe Leute, schlaft euch nochmal aus, damit ihr morgen alle wieder fit seid, weil es kamen auf jeden Fall noch einige richtig gute Acts. Alligator, definitiv einer der begnadetsten Künstler. Sowohl lyrisch als auch musikalisch ist das einfach eine sehr spannende Angelegenheit, ein spannendes Projekt. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung er sich nach diesem New Metal Album entwickeln wird. Bevor wir zurück zum Campingplatz gegangen sind, gab es noch eine Runde ZSK für uns, aber auch wir, ich will mich da ja gar nicht rausnehmen, waren ziemlich platt schon. War ein guter Auftritt, aber ich konnte dann irgendwann nicht mehr und wir sind auch ein bisschen eher abgehauen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Denn wir wollten uns für den letzten Tag nochmal ordentlich ausschlafen. Das hat aber leider nur so semi-gut geklappt. Weil unsere spätpubertären Nachbarn meinten, sie müssen Party bis tief in die Nacht reinmachen. Und es sei jedem gegönnt, die Mucke zu hören, die er will auf dem Open Flair. Aber ich würde mir so ein bisschen mehr Nachsicht bei der Songauswahl doch wünschen. Und wenn nur Schranz gehört wird, der so richtig anstrengend ist, dann vielleicht nicht auf voller Lautstärke. Es war so unangenehm, dass wir irgendwie nochmal eine Campingplatzrunde eingeschoben haben, nur um von unseren Nachbarn wegzukommen, weil wir wollten denen auch nicht den Spaß verderben. Als wir allerdings um 2 wiederkamen und da die Mucke immer noch auf voller Lautstärke lief, ist uns dann auch der Kragen geplatzt und wir sind mal rübergegangen, haben gesagt, ob es vielleicht ein bisschen leiser geht. Die Reaktion darauf war sehr kindisch, weil es wurde noch mehr provokant laut gedreht, es wurde laut rumgeschrien. Das war einfach nur belastend, weil wir wollten einfach nur pennen. Keine Ahnung, ich würde mir da einfach ein bisschen mehr Rücksicht wünschen. Aus großer Box folgt auch große Verantwortung und ein bisschen mehr Solidarität für die Leute, die auf dem Campingplatz vielleicht doch auch ein bisschen pennen wollen und lieber vor den Bühnen Gas geben, als die ganze Zeit nur auf dem Camp zu chillen. Wäre cool,
Vor allem, wenn das Leute sind, die in Eschwege wohnen und nicht auf dem Campingplatz schlafen müssen, sondern nach Hause fahren können, in ihr Bettchen von Mami ihr Frühstück bereitgestellt kriegen und dann wieder auf den Campingplatz kommen. Aber naja, wir haben da unsere Schlüsse draus gezogen. Das nächste Mal setzen wir uns einfach ins Camp rein, solange bis keiner mehr Bock hat, und dann passt's auch. So war dann Sonntag früh irgendwie die Stimmung bei mir richtig runter, aber das konnte von einem gemütlichen Spaziergang zum See wieder gehoben werden. Wir haben uns dann erstmal noch eine Schicht Blaualgen auf den Körper gezogen und eine kleine Terrin-Session gemacht. Ich habe mich dann auch noch mal ein bisschen hingelegt, was definitiv geholfen hat. Ich hatte ja an dem Tag Gott sei Dank nicht viel zu tun. Der Edeka hatte zu. Ich bin ja nicht wie gewisse andere Leute aus unserem Camp jemand, der schon Sonntag abreist, sondern das Festival in vollen Zügen genießen will. Ich habe mir ein bisschen Babybrei reingegönnt und mein Magen, wie gesagt, ich weiß nicht, was diese Woche los war. Wir haben dann noch ein bisschen Mittagsruhe gemacht und haben beim Foodsharing vorbeigeguckt. Dieses Camp hier hat mir am Sonntag wirklich sehr viel Kraft gegeben. Shoutout an euch, ihr habt richtig gute Vibes verbreitet. Das haben wir dann auch versucht, indem wir mit Megafon bewaffnet das zweite Mal zum See gegangen sind und Carsten aufs Wasser geführt haben. Es war wirklich warm und Sonntag früh war nicht so viel los. Hier an dieser Stelle hat Conny seine Brille verloren auf dem Schlammboden des Werratal-Eigensees. Rest in Peace. Eine schöne letzte Runde mit allen geplanscht, bevor dann ein großer Teil von uns Sonntag nach Rise Against schon abgereist ist. Ja, der Vibe war schon erschöpft, aber trotzdem gute Laune, nachdem der Vortag etwas nervig geendet war und der Tag sehr langsam gestartet ist. Wir haben dann auch die Fahne mal aufs Wärtchen entführt, um allen zu zeigen, dass das unser Festival ist und wir uns das nicht von irgendwelchen Vollidioten kaputt machen lassen. Es ist einfach so ein schönes Spielzeug, so eine Fahne, muss ich mal sagen. Also vielen Dank nochmal für dieses tolle Geschenk. Weil wir dieses Wochenende noch gar nicht auf dem Spielfeld waren, war das unsere erste Anlaufstelle und wir haben da das innere Kind in uns rausgelassen und einfach zwischen den ganzen Familien ein bisschen die ganzen Spiele ausgecheckt. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass ich keine Ahnung mehr habe, wie Mühle funktioniert. Aber wir haben dann trotzdem noch ein Spiel gefunden, was uns sehr lange beschäftigt hat und was richtig Spaß gemacht hat. Es ist schon immer wieder faszinierend, wie einfach man Erwachsene auch beschäftigen kann. Und dann ging es richtig ab zur Sonderschule. Einer der Open Flair Housebands, die kein Jahr fehlen soll. Und die haben dann schöne Grüße vom Meer auf schöne Grüße vom Flair umgedichtet. Das habt ihr ja im Intro schon gehört. Und dieser ganze Auftritt war, abgesehen davon, dass es doch ganz schön warm war, richtig, richtig nice. Es hat so doll Spaß gemacht. Also die Securities haben wieder alles gegeben. Generell Shoutout an die Sekus. Das war wie jedes Jahr wieder eine Wonne, euch beim Arbeiten zuzugucken. Absolut geiler Vibe. Alle hatten richtig Bock, nochmal rauszuhauen auf dem letzten Tag. Und die Sonderschule ist einfach eine unserer absoluten Lieblingsbands und live auch einfach eine Bank. Pit Report und Sonderschule ist auf jeden Fall ein Match. Conny haben wir dann mal noch surfen geschickt. Das war für mich auch ein Anblick, der einfach so unglaublich schön war. Ah, das war so eine richtige Herzensangelegenheit. Das hat dolle Spaß gemacht. Auch alle im Pit wiedergefunden, die irgendwie da sein hätten müssen. Vor allem auch zu einer besseren Zeit als beim letzten Mal, als sie auf der Hauptbühne waren. Das war nämlich, glaube ich, so 13:30 oder so. Shoutout auch mal an die ganzen Festivals, die ich nicht sehen werde, weil ich halt jedes Jahr zum Flair fahren muss, weil es einfach die geilste Woche des Jahres ist. Wir haben uns dann eine etwas minderwertige Pizza geholt, einfach weil wir was zu snacken brauchten, um den Rest des Tages zu überstehen. Und haben uns dann Nina Chuba von weiter hinten angeguckt und dabei den Big Brain Moment des Festivals gesehen. Für alle, die nicht ganz so groß sind, vielleicht ist das ein Tipp für euch. Muss die sehr lachen. Generell war Nina Chuba ein guter Auftritt. Es war sehr schön, so viele Familien mit ihren Kindern auf den Schultern zu sehen. Für den Sonntag 20.15 Uhr ein sehr gut gewählter Act, sodass die Kiddies sich das alle noch reinziehen konnten. Stimmung war gut, würde ich sagen, aber nicht übermäßig, wie schon bereits am gestrigen Tag festgestellt. Hat sich das ein bisschen durchgezogen bis Sonntagabend. Aber Nina Chuba ist live wirklich gut und dann ging es rüber zu einem der absolut geilsten Acts des kompletten Wochenendes. Da hat nämlich Grandson gespielt und das ist auch einer unserer absoluten Lieblingskünstler. Ja, das war einfach ein richtig geiler Gig.
Also er hat sowieso immer übelst Bock, aber die Leute haben da auch alles nochmal aus sich rausgeschüttelt. Wenn ihr den nicht kennt, checkt ihn unbedingt mal aus. Seine Mucke geht so hart und es ging so ab. Es war mit Abstand der beste Pit, den ich an dem Wochenende erlebt habe, weil nicht so voll, alle haben aufeinander aufgepasst. Es war eine schöne Größe, eine schöne Menge auch an Leuten und einfach ein komplett geiler Modus. Also Grandson, definitiv einer der Top-Auftritte auf dem Open Flair 2024. Als er aber gefragt hat von der Bühne, wer Bock auf Rise Against hat, die als nächstes spielen, und da so 5 Leute inklusive mir gejubelt haben, habe ich mir echt ein bisschen Sorgen gemacht, was bei Rise Against noch los sein wird und ob dann der Platz einfach komplett leer ist, beziehungsweise keiner mehr Bock hat. Ich verstehe die Reaktion bedingt, weil Rise Against hatte 2017, als ich das letzte Mal da war, wirklich gar keinen guten Auftritt. Also da gab es irgendwelche technischen Probleme, sehr schwer zu ertragen, sage ich mal. Also selbst ich als Fan sage, dass das wirklich einer der schlechtesten Auftritte war, die ich je gesehen habe. Nicht nur von Rise Against, sondern insgesamt. Und dann ging es ein letztes Mal vor die Hauptbühne zum Headliner des Sonntagabends und insgesamt dem letzten Act, der auf diesem Festival die Instrumente in die Hand nehmen wird, und das war Rise Against. Und was soll ich sagen, der Auftritt war wesentlich besser als 2017. Also Rise Against war noch nie die allerbeste Liveband, ist halt eine Punkband, und Tim hat anscheinend aus irgendwelchen Gründen immer das Gefühl, er muss alles komplett anders singen als auf dem Album. Ich stehe ja prinzipiell drauf, wenn es nicht so klingt wie auf dem Album, aber bei Rise Against ist es mir manchmal schon auch ein bisschen zu viel. Nichtsdestotrotz hat der Auftritt mega Bock gemacht. Also die erste Welle hatte nochmal Kraftreserven mobilisieren können. Ein paar Leute von mir sind auch im Pit an mir vorbeigesteuert und hatten ein riesen Grinsen in der Fresse. Der Lacher des Konzerts war auf jeden Fall, als ich Maxi gesehen habe, wie er da mit seinen Lappen gecrowdsurft ist. Und vor allem hat Rise Against einen neuen Song gespielt und damit neue Musik angeteasert. Wer diesen Song hören will, den findet ihr auch bei uns auf dem Kanal. Ich habe das nämlich mal mitgefilmt, weil ich selber gar nicht fassen konnte. Die haben die ersten Chords gespielt und ich dachte schon so, Moment mal, ist das jetzt irgendeine B-Seite oder bin ich gerade irgendwie blöd? Sie haben dann anschließend gesagt, ja, das war ein neuer Song, und ich dachte so, okay, krass, der klingt auf jeden Fall sehr anders, was mal eine schöne Abwechslung ist, weil Rise Against gefühlt immer das gleiche Album gemacht hat. Ich habe dolle Bock auf was da kommt. Es war ein geiles Konzert. Rise Against war auch so ein Full-Circle-Moment. Das war ja 2011 die Band, bei der ich mein erstes Konzert erlebt habe und die jetzt hier auf dem 40. Open Flair zu meinem 30. Geburtstag zu sehen. Das war irgendwie schon auch ein bisschen sentimental. Und dann gab es das große Abschlussfeuerwerk, wie immer, auf dem, ich weiß gar nicht, was das für ein Haus da oben ist. Ich war super glücklich, habe mir noch eine Setlist gesnackt, und damit war das 40-jährige Jubiläum des Open Flairs beendet. Was für ein Festival es war. Also wirklich allerherzlichsten Dank wieder mal ans Open Flair für die Einladung. Danke, dass wir jedes Jahr wieder hierher kommen dürfen und einfach die beste Zeit des Jahres haben können. Shoutout an die komplette Crew, an unsere Nachbarn, nicht die Lauten, sondern unsere Lieblingsnachbarn. Dieses Festival fühlt sich einfach nach zu Hause an. Es ist eigentlich vollkommen egal, welche Bands hier spielen. Es ist immer eine gute Zeit. Dazu war das Line-Up dieses Jahr halt auch für unseren Geschmack wirklich sehr, sehr stark. Ich habe mit einigen Leuten geredet, die meinten, ja, zum 40-jährigen Jubiläum hat vielleicht ein großer Headliner gefehlt, irgendwas, was auch für die Älteren ein Ding gewesen wäre, wo ich sage, okay, sehe ich ein. Dennoch fand ich das Line-Up saustark und das Festival war so schön wie immer. Es wird gefühlt eigentlich von Jahr zu Jahr immer nur geiler. Wir haben den Abend dann auf der Couch unserer unangenehmen Nachbarn ausklingen lassen und damit für einen sehr schönen Abschluss gesorgt. Die sind nämlich schon eher abgereist. Klar, dass die dann Samstagnacht Party machen, wenn die Sonntag auch nicht durchziehen. Wie gesagt, denkt immer dran, es gibt Leute, die hier die ganze Woche auf dem Campingplatz wohnen müssen, weil sie einfach nicht den Luxus haben, zu Hause schlafen zu können. Ich habe meine Tanzschuhe abgeklopft, um dann die Woche drauf ein Festival-Doppelwochenende auf dem Reload und dem Dockville zu feiern. Die Videos kommen noch, also am besten schon mal Pit Report abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ein Wort vielleicht noch zum Campingplatz. Der sah dieses Jahr wirklich so viel besser aus als die Jahre zuvor. Also Shoutout an jeden, der sein Camp ordentlich zurücklässt und aufräumt, damit die Leute vom Open Flair nicht so viel zu tun haben.
Wir haben dann auch alles eingeladen und uns von unseren Lieblingsnachbarn verabschiedet. Ich hoffe, dass wir uns auch nächstes Jahr wieder im Pit sehen. Noch ein bisschen Pfand mitgenommen und sind ein letztes Mal Richtung Edeka gesteuert. Leider ging dann an dem Tag nur ein Pfandautomat, was sehr suboptimal war, weil wir haben da 120 Euro Pfand rausgeholt, was perfekt gereicht hat, um die Karre einmal voll zu machen und Mannschnitzel beim MacZ essen zu gehen. Ich verstehe halt den Koni auch nicht, dass er sich sowas entgehen lassen kann. Was mittlerweile auch schon Tradition hat. Und das war die Flair-Woche. Was für ein Wochenende, was für eine Woche, generell was für ein Monat. Also wenn ihr mich auf Instagram auch verfolgt habt, dann wisst ihr, was alles abging und dass das der verrückteste Monat vielleicht meines Lebens war. Vielen Dank an alle, dass ich das erleben darf. Wirklich, ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr euch das reinzieht und das so feiert. Danke auch, dass wir jetzt endlich die 1000 Abonnenten voll gemacht haben, dass das in der Flair-Woche noch passiert ist oder in der Woche nach dem Open Flair noch passiert ist. Geil, einfach ein total cooles Gefühl. Es motiviert mich, noch mehr Zeit und Energie hier reinzustecken. Ich bin saugespannt, wo das Ganze hingehen wird. Bevor ich das Video aber beende, möchte ich mich noch bei allen bedanken, die ich dieses Jahr auf dem Open Flair treffen durfte, die zu mir gekommen sind, gesagt haben, dass sie die Videos feiern, dass sie das voll gerne angucken. Teilweise mir sogar gesagt haben, dass sie nur aufgrund meiner Videos auf diesem Festival sind und es total lieben hier. Und das war für mich wirklich so die allergrößte Ehre, dass es genau das erreicht, was es soll, nämlich Leuten Festivals zu zeigen, die wirklich zu ihnen passen und dass sie dort eine gute Zeit haben, weil genau dafür machen wir das. Absolut absurd, wie oft ich erkannt wurde. Sorry, dass die Videos ein bisschen in den Stau geraten sind, aber ich war so viel unterwegs, dass ich einfach nicht dazu kam, aufzunehmen und zu schneiden. Von allen Festivals, die ich besucht habe, kommt auf jeden Fall noch ein Video, sowie zu jedem Festival noch eine separate Festival-Review kommt. Ein Haufen geiler Content auf dem Weg zu euch. Deswegen würde ich euch dringend empfehlen, den Pit Report zu abonnieren, um weitere News, Reviews und Berichte aus der Live-Branche nicht mehr zu verpassen. Wer weiß, wo es hingehen wird, aber eins ist gewiss: Wir sehen uns im Pit.